guten Abend, liebe Mitbürger von Berlin und woanders her. Ich bin Doris und ich habe als Schulkind das Dritte Reich erlebt. Danach habe ich später erlebt, wie meine Eltern die Bundesrepublik wieder aufgebaut haben. Dann habe ich demonstriert gegen Atomkraft und gegen den Vietnamkrieg. Und ich habe gedacht, das brauche ich nicht nochmal in meinem Leben, wie auch so viel andere alten Menschen. Aber jetzt ist Corona gekommen und ich gehe auch zu den Demonstrationen. Ich verteile Flyer, alles, was ich noch so machen kann. Und ich hoffe, dass ihr auch an eure alten Eltern und Großeltern denkt. Und ich möchte auch viele Menschen aus meiner Generation ermutigen, auch mit auf die Straße zu gehen. Und besucht eure Leute und lasst die Enkelkinder kommen. Ich hatte 7 Kinder. Wir hatten uns eigentlich 8 gewünscht, aber es sind dann 7 geworden. Und ich bin froh, dass meine Enkelkinder auch Eltern haben, die für sie einstehen. Und ich hoffe, dass viele Eltern und auch Großeltern aufstehen und dafür sorgen, dass die Kinder eine gute Zukunft haben. Das ist. Ich hoffe, dass dieser ganze Spuk bald zu Ende ist. Auf Wiedersehen, Berlin!